habe ich mir letztes Mal, war ich, also bei Fox Apotheke bestelle ich immer meine Medikamentensachen und habe gesehen, dass sie auch Tuchmasken haben, schöne. Und da habe ich mal zugeschlagen. Die eine oder andere war schon ein bisschen teurer. Habe ich vom Vichy Mineral 89. Ich kann das auf Französisch nicht aussprechen. Das ist diese schöne Maske hier. Ja. Das ist so eine Zwei-Phasen-Maske. Da ist hier so ein Tuch drin, hier so eine Flüssigkeit. Ich hatte schon mal sowas von Garnier. Ja, fand ich in Ordnung. Oh, die Sonne kommt mal wieder raus. Schön. wie gesagt, Leute, es ist heute echt ein komisches Wetter. Sorry dafür. Aber it is what it is. ich wollte es aber unbedingt mal ausprobieren. Das ist ja so eigentlich so ein Hyaluron. Deswegen Hyaluron-Boost, also das Ganze in einer Tuchmaske. Muss ich testen. So, dann habe ich hier von Kneipp einmal Detox Pflege. Das ist dieses Schätzelein hier. Anti-Pollution-Effekt bin ich auch mit Bambuskohle, Moringa und Alge. Bin ich echt mal gespannt. Dann hatte ich gesehen von La Roche-Posay gab es hier auch eine Tuchmaske. Das ist dieses Schätzelein. Ja, die habe ich dann auch mitgenommen. Die hatte ich auch bei vielen gesehen. Die gab es auch als kostenlosen Produkttest. Also man konnte sich dafür bewerben. Ich bin eigentlich der Meinung gewesen, dass ich mich da auch angemeldet habe. Aber irgendwie kann auch sein, dass ich es vergessen habe. Ich habe es auf meine Seite gepostet, auf meine Facebook-Seite, Blogger-Seite. Aber naja, egal. Dann habe ich mir von Kneipp nochmal diese Hydro-Pflege auch nochmal gekauft. So, die ist mit Wasserminze, Agave und Kaktuswasser. Und dann habe ich noch, die war ja in der Glossy Box auch drin. Das ist diese hier mit diese Chill-Out gewesen. Mit Hanfsamen und Patchouli. Da bin ich mal sehr gespannt. Die andere habe ich auch noch nicht getestet. Und dann habe ich mir noch von Dermacell Totes Meer Tuchmaske Skin Contour Eiswein ist da drin. Habe ich immer auch mal. Wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ja, das hatte ich dann alles online bestellt. Ach, hier sehe ich auch gerade, ich habe hier noch ein paar Preise. Gut, das kann ich mir ja mal aufheben und rein unterschreiben. Auf jeden Fall hatte ich da, als ich diese anderen DM-Sachen auch gekauft habe, unter anderem einen Highshine-Lippenstift gekauft. Das ist dieses Schätzchen. Und dann natürlich dementsprechend zu auch den Lip. Da habe ich diese Farbe hier gekauft. Finde ich unglaublich spannend. Ich weiß nicht, ob mir das steht, aber ich werde es ausprobieren. Und dazu auch den Lip Liner. Das kostet echt nicht viel, Leute. Und ich finde, qualitativ, ich finde die matten Lippenstifte von der Qualität ein bisschen besser, aber ich glaube, das ist der zweite Highshine und die finde ich auch nicht schlecht. Also ich finde, da kann, also so, und die halten länger als mancher MAC-Lippenstift. Ich hatte letztens drei weggeschmissen. 60 € Schau über die Klippe. Ja, weil sie am Schimmeln waren. Ja, war echt, weil es am Schimmeln war so. So, dann hatte ich letztens, das hatte ich euch ja auch gezeigt nochmal, war es bei Douglas gekauft. Da hatte ich mir von Catrice dieses 10 in 1 Dream, diesen Primer, diesen gehypten gekauft. Ich bin echt immer super gespannt. Unter diesem Make-up habe ich das jetzt nicht, da habe ich gar keinen Primer drauf. Das alles Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, Natural Glow, Anti-Pollution, Antioxidant, Pore Minimizer, Blurs, Imperfections, habe ich das vorgelesen, glaube ich, vorhin schon, ja. UV Perfection, Lichtschutzfaktor 15, bin ich sehr gespannt. So, und dann habe ich zu diesem Lipgloss, habe ich mir diesen Lip Liner gekauft. Das ist von NYX einer. Der Slide On Glide On Lip Liner von NYX in der Farbe
Sugar Glass in der, ja, in der Farbe Sugar Glass. Und das sah richtig toll aus bei der YouTuberin. Und da bin ich echt mal gespannt. So, und dann hatte ich letztens ja diese Sachen hatte ich bei Douglas gekauft und dann gab es noch mal ein super, super tolles Angebot. Was bist du denn hier? Ihr wisst, ich bin Lippenstift verrückt, ich bin Pinsel verrückt. Kennt ihr It Cosmetics? Ja, Nachwuchs für meine Pinselsammlung, also von der It Cosmetics Familie. Ich habe ihn doch gekauft. Die hatten den im Angebot, eigentlich hatten die den für 29,95, glaube ich, drin und haben den jetzt um 8 Euro reduziert. Und da habe ich gedacht, Baby, you are mine. Der ist schön. Ich glaube, ich werde auch diese Verpackung aufheben. Ich habe den auch noch nicht geöffnet. Der bleibt da auch noch schön drin. Der hat ja so einen holographischen Stil. Das werde ich euch mal beim Schminken zeigen. Aber die Verpackung, diese Verpackung werde ich auf jeden Fall aufheben, denke ich. Er ist wunderschön. Ja, und apropos Pinselsucht. Ja, die Yvonne hatte sich einen mal wieder. Das ist mein zweites Set von Mario Beauty. Diese Schätzelein gekauft. Und ich hatte ja letztens meine Pinsel sauber gemacht. Da habe ich euch in der Story bei Instagram mitgenommen. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich diese Dinge habe. Da ist ein M drauf. Warum ist das M von Mario Beauty eigentlich umgekehrt? Weil ich das Ganze falsch rumhalte. Also so rum ist das eigentlich. So, das kann man hier aufmachen. Oh, eine Speicherkarte. Eine Speicherkarte, eine SIM-Karte. Da. Leute, das ist so ein schönes Set. Also, es riecht ein bisschen nach dieser Verpackung hier. Die hatte ich auch mal eine ganze Zeit offen stehen gehabt. Also, das ist echt. Also weiß ich nicht, muss ich doch nochmal aufstehen lassen. Aber die habe ich auch noch nicht sauber gemacht. Die müssen ja einmal gewaschen werden. Nee, nicht schön. Da gab es auch einen Rabattcode. Also ich habe die jetzt nicht einfach nur so. Da gab es dann auch diesen wunderschönen Schwamm dabei. Und dieser andere, mit dem ich mich ja immer schminke, der ist Bombe. Und der hat jetzt auch hier noch so eine abgeflachte Seite, um hier nochmal richtig schön die Kante zu ziehen. Welcome to Mavi Beauty Family. Ich glaube, Blossom. Moment. Und so sieht die Verpackung, die Außenverpackung aus. Was steht denn da? Ist das Blossom? Wie heißt das Set? Ich glaube, Blossom heißt das. The Cherry Blossom Collection, genau. Also alleine das hier, ne? Das hebt man doch auf, oder, Leute? Das schmeißt man doch nicht weg. Also ich kann das nicht wegschmeißen. Das ist immer entscheidend wichtig. Ich persönlich finde, für Pinsel muss kein Tier sterben. Es mag sein, dass sie natürlich sanfter auf der Haut sind und dass sich das auch hier und da besser verblenden lässt, aber ich finde, das muss nicht sein. Deswegen. Ich hatte ja mal meine Pinsel gewaschen und gezählt. Da war ich schon bei 100, knapp und über 100. Ich sage nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Muss man das jetzt unbedingt noch in seiner Sammlung dazu zählen? Nein. Aber schön ist es trotzdem. Man muss sich die Sachen auch schön reden. Ich heb ab. So, mein Liebchen, du wohnst hier. Ja, das ist dein neues Zuhause. Und auch dein Zuhause.
Ich glaube, es geht nicht mehr zu. Ich glaube, meine Schublade geht nicht mehr zu. Ui. Ich hab's dazu gekriegt. Okay. So, wir kommen zu den letzten Produkten. Ja, es gibt noch eine Sucht von mir. Und zwar Tassensucht. Es gibt richtig schönen Tassen im Moment von Tchibo. Es gibt aktuell auch eine, die mich, ich glaube, mit Zitronen drauf. Schön. Gleich mit Mediana kaufen und schicken. Bitte, bitte, bitte. Die kosten auch nicht viel. Ich liebe diese Tassen, vor allem diese Jumbo-Tassen. Diese habe ich tatsächlich von Schatzi bekommen. Zu meinem Geburtstag. So. So sieht das Ganze aus von außen. Also eigentlich Schiebe könnte mich auch mal sponsern. So sieht die Tasse aus. Ist das nicht genial? Vor allem, da könnt ihr schön Kaffee trinken. Apropos Sucht. Okay, gut. Oh Gott, ich sehe schon wieder. Das wird zu lang, das Video. Egal. Dann hatte ich mir letztens vor kurzem, nein, ich muss noch anders anfangen. Zu dieser Osterkollektion gab es auch noch eine Tasse. Das ist diese Tasse. Diese Tasse habe ich tatsächlich doppelt. Weil mein Schatz hier im Laden war auch und sagte, ach, die ist doch auch schön, oder? Möchtest du die haben? Hat er mir die auch nochmal gekauft. Die benutzt er auch selber. Die habt ihr auch, glaube ich, schon mal auf Instagram bei mir gesehen, ne? Also die habe ich auf jeden Fall doppelt. Ne? Und dann habe ich nur noch, das ist mein jüngster Zugang, das ist diese hier. Ich Schwuppdiwupp. Aber die ist kleiner. Das ist ein Babytässchen. Die ist kleiner. Die hat, also die anderen haben, also die anderen haben so um die 500, 550 ml. Und diese hier hat, jetzt fällt hier auch alles raus. Die hat circa 350 ml. So, die ist klein. Das ist Mama und das ist Kindtasse. Ja, also diese Tassen, die kosten echt nicht viel. Aber ich finde, das ist doch schön. Wenn man so aus dem Morgen startet, ist doch cool. Ich habe auch noch so Milka-Tasse. Ich war mal auf so einem Milka-Trip. Aber die muss ich auch mal weghauen, ehrlich gesagt. Also die muss ich echt mal irgendwie, ich weiß nicht, mal jemandem schenken oder so. Also das ist echt, braucht man nicht. So, als ich Geburtstag hatte, hatte ich einen Gutschein. Und zwar einen Gutschein für ein Müsli und habe mir ein Mai-Müsli bestellt. Ich habe da alles Mögliche reingeknallt. Crunch, Honey, Granola, Schokoflocken, Hafercrunchy, Aprikosenfeige, Cashewkerne, Walnüsse, Haferflocken, geröstete Pistazien, rosa Herzen, Erdbeere, Himbeere, Granatapfel und viel Liebe. Also ich muss eins sagen, die sind echt lecker von meinem Müsli. Ich persönlich mixe das immer mit ganz normalen, günstigen Haferflocken, was ich so ein bisschen immer schade finde. Und wenn ihr euch sowas bestellt, würde ich euch einen Tipp einfach geben. Holt euch eine Schüssel, schüttet das da rein, mixt das und packt das dann wieder hier rein. Dieser Frucht an. Ich hatte hier oben nur alles Nüsse und hier so ein Batzen Frucht. Und die Feige und das hat alles hier so, ja, war, also, das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde, die müssten das ein bisschen mehr mischen. Ein bisschen mehr mischen. Weil, wenn das einfach eine, klar, die gehen so und so lang, wird die Maschine lang gehen. Aber gerade die Früchte, da muss das irgendwie zwischendurch immer wieder, weiß ich nicht, geschüttelt werden.
Die Nüsse habe ich, wie gesagt, hier oben gehabt. Die hatte ich als erstes irgendwie weg. Aber wie gesagt, sowas mische ich immer ganz gerne. Auch wenn ihr zum Beispiel solche Müslis von DM kauft oder DM Bio oder so. Ich persönlich, wenn nicht, wenn ihr da die Cola habt, raus damit. Aber ansonsten würde ich das echt mischen. Und mein Müsli ist wirklich sehr, sehr lecker. So, ich glaube, wir haben es fast geschafft, Leute. Ich hatte mir letztens nochmal, weil ich so einen Stift haben wollte, um vielleicht, wenn ich so ein Unboxing habe, die Adresse zu schwärzen oder sowas mal, hatte ich mir so ein mitgenommen, so ein von Kiyoma Permanent Maker 3 mm. Das ist diese Schätzelein. Ich habe auch keine Ahnung mehr, das kostete 3 Euro oder irgend so ein ich denke, sowas um die 3 Euro hat das gekostet. Dann hatte ich von Edeka, eigentlich wollte ich die Tuchmaske haben. Ich muss dafür mal in einen anderen Edeka. Sorry, Leute, meine Nase läuft. Ich muss dafür mal an den einen anderen Edeka-Markt fahren. Auf jeden Fall, in diesen hatte ich jetzt diese Reinigungsmaske für Mischhaut und reine Haut gekauft. Diese Schätzelein. Das hat echt nicht viel gekostet. Also es war wirklich, ich glaube, 1 Euro oder sowas. Keine Ahnung, es war wirklich günstig. Es sind zwei Chassis. Kommt jetzt auch in eine Schublade. So, dann habe ich auch wieder Pflege. Ich bin in einer Facebook-Gruppe, wo man, unter anderem da tauschen kann, Produkte verkaufen kann aus irgendwelchen Beautyboxen, etc. Und unter anderem hatte da eine diese Kneipp-Sekundenhandcreme verkauft und die habe ich dann mitgenommen. Das ist diese Schätzelein. Zitronenverbene, Avocado-Butter. Bin ich super, super gespannt. Ist auch noch zugeklebt, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Bin ich mal gespannt. Und dann hatte ich mir so ein kleines Teilchen mitgenommen. Das war mal in einer Special Look Fantastic Box. Und zwar ein Foreo. Ja, ich habe es mal vor Jahren schon mal gesehen und gewusst, okay, es gibt welche, die sind auflappbar und andere nicht. Könnt ihr 100 Mal benutzen, dann sind die alle. Ja, so einer ist das leider auch. Das ist ein Luna Play. Ich habe es auch noch nicht getestet, ehrlich gesagt. Ich finde auf jeden Fall diese Variante mit so einem Silikon ist natürlich ultra gut zu der Haut. Da bin ich echt mal gespannt. So, und schon sind wir wieder heller. Ich merke das manchmal gar nicht, dass es so dunkel wird. Aber dann verstellt sich das irgendwie, glaube ich. Ich habe zwar hier diese Sperre drin, aber naja, sorry dafür, Leute. Das ist keine Absicht. Aber jetzt fällt es mir erstmal auf, wo ich mich immer angucke. Im Sinne der Umwelt ist es natürlich nichts. Das sind so auflappbare Sachen auch viel besser, aber die kosten natürlich auch, ich glaube, ab 100 Euro, glaube ich. Ich möchte es mal ausprobieren. Naja, okay. Aber ich bin mal gespannt. Wenn ihr so einen habt zu Hause von der Marke Foreo, ein Foreo zu Hause habt, dann tell me. Ja, ansonsten, Leute, das war es wirklich gewesen. Ich bin durch. Ich bin endlich durch. So, Leute, das war's. Ich hatte wahnsinnig Spaß, euch diese Produkte zu zeigen. Das eine oder das andere wird bestimmt ja aufgebraucht. Tasse, ne? Nicht, aber beim ein oder anderen Produkt werde ich im Aufgebrauch noch mal zeigen oder so. Ich spiele hier schon wieder rum. Wenn ihr irgendwelche was davon schon mal gehabt habt, also ich versuche wirklich alles zu finden, in der Infobox zu packen. Aber Links werde ich nicht raussuchen, das ist echt too much. Ich werde gucken, dass ich die Produkte irgendwie finde, da reinpacke. Entweder kommt das Video als erstes online oder das große DM-Video, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hier irgendwo findet ihr das Evention, das Köpfchen, da könnt ihr mich abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr auch kein Video von dieser Chaos Queen verpasst. Was wollte ich sagen? Und natürlich ein Vergeben. Ach ja, da ist die andere. Hier, genau. Da ist der Beweis, dass ich sie zweimal habe.
Naja, wenn, ganz ehrlich, wenn dein Typ zu dir sagt, wenn dein Mann zu dir sagt, willst du diese Tasse haben, da sagst du ja. Natürlich sagst du da ja. Ne? In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war mir ein Vergnügen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. An die Zuschauer da draußen.